10. August 2024. Was ist das Besondere heute? Warum bist du heute hier am Frankenstadion? Für mich ist es immer ein Treffen mit Freunden, wenn ich in Nürnberg bin. Es ist eine schöne Atmosphäre. Ihr könnt rumschauen. Es ist einfach geil, wenn Fußballfans mit Herzen dabei sind. Und das ist mein Leben. Woher kommst du? Ich komme aus Oberfranken, aus Lichtenfels. Und bin zur Schall gekommen, weil ich einmal in die Ende der 80er bei einem Spiel war und bin ein großer Fan geworden. Also ein Franke, der Schalke-Fan ist. Richtig. Aber heute spielt ja Schalke gegen den Club in Nürnberg. Ja. Und das ist ja was Besonderes. Was ist das Besondere an der Beziehung zwischen Schalke und Nürnberg? Du kannst die Clubfans, also ich gehe als Schalke, also die Clubfans überall treffen, du hast immer Spaß mit. Und einer steht zum anderen. Und umgekehrt dasselbe. Wird jeder Nürnberger sofort unterschreiben. Es ist einfach gigantisch. Man geht zusammen zum Fußball, wir sind heute in den Zug reingestiegen. Über die Hälfte war Schalke, die anderen Nürnberg. Wir haben zusammen gesungen, wir haben Spaß gehabt und wollen dann schön da haben. Also das ist diese besondere, im Fußball einzigartige Fanfreundschaft zwischen Nürnberg und Schalke. Ich finde auch die Tradition, weil wir vor Kindheit auf dann mit unserem Verein groß werden. Ich habe zum Beispiel einen Sohn der Schalke, mein Engel ist 2 Jahre, sein erstes Schalke-Trikot. Also es ist Pflicht, es muss sein. Ja, schön. Es ist wie Religion. Und eine Familientradition, die fortgeführt wird. Natürlich. Und dann wächst man rein, dann ist das Gefühl, wir sitzen jeden Wochenende vom Fernseher, egal wo wir spielen, erste, zweite. Wir gingen sogar zur Drittliga, also das wäre uns egal. Aber gehst du auch nach Schalke zu spielen? Ist schwer, Karten zu bekommen, das ist leider. Wenn du vor Oberfahren kommst, ich bin zwar Mitglied bei Schalke 04, aber Karten zu bekommen in Gelsenkirchen ist sehr schwer, sehr schwer. Leider. Ja. Was würden wir es machen? Wir haben jetzt so vor, meine Partnerin und ich, wir haben ein Stadion rumfahren mit allen, da wollen wir das mal mit einem guten Spiel machen. Ja. Vielleicht sogar, wäre geil, wenn es mir gehen. Nürnberg wieder wäre, das gut. Das wäre natürlich der Hammer, ne? Ja. Und was glaubst du, wie wird die Saison für Schalke ausgehen? Es ist eine junge Mannschaft, ich stand 6. bis 7. Platz. Und da wäre ich sehr stolz drauf. Nach der Saison, die wir letztes Jahr gehabt haben, wir haben viele junge Spieler, wir haben erfahrene Spieler drin. Es kann laufen. Wenn du am Anfang gut schaffst, dann hast du einen Lauf. Aber ich bin mit allen zufrieden, außer so eine Saison wie letztes Jahr. Das geht nicht. Da waren wir zu langsam, kampflos. Wir sind viel schneller heuer. Aber für einen Aufstieg dürfte es deiner Meinung nach noch nicht reichen? Nein, der wäre zu bald. Der wäre mich zu bald. Ein Jahr zu bald. Die Mannschaft ein Jahr lang zusammenspielen lassen. Und dann, wir haben sie beim letzten Aufstieg gemerkt, es war zu schnell. Wir sind abstiegen gleich auf und dann wird zu durchgelangt. Das ist leider so. Ja. Jetzt mal zu deiner Kutte. Du hast ja als Franke eine Schalke-Kutte. Ja. Wie hat sich das ergeben? Die hat sich ergeben, weil ich damals in diesem Fanclub war. Schalke-Fanclub Lichtenfels. Dann in Kronach und dann habe ich als Schalke, dann muss ich eine Kutte haben. Die 80er Jahre war gute Pflicht als neuer Fan. Kannst du doch sagen, aus welchem Jahr die genau ist? Wann hast du die zum ersten Mal meine getragen? Kutte ist 1988 müsste sein. Wow, das ist wirklich... Ja. Toll, 1988. Ja. Und ich trage auch mit Stolz bei jedem Spiel. Gibt es einen besonderen Aufnäher, mit dem du eine besondere Geschichte verbindest? Eigentlich hier, mit dem Lichtenfelser, weil durch diese Freunde habe ich die Liebe zu Schalke 04 kennengelernt. Weil vorher war für mich war ein Verein, der erfolgreich war, aber ich war erst mal im Stadion und habe dieses Fieber bekommen. Ja. Das kann man nicht einfachen. Das war damals. Gigantisch geil. Und die habe ich nie verloren. Das Feuer habe ich nie verloren am Schalke. Ja. Das ist wichtig. Ja, schön. Ich zeige es auch noch mal von hinten. Es sind wirklich viele Aufnäher. Und ich habe gesehen, einen Nürnberg-Aufnäher hast du auch, ne? Ganz unten. Hinten ist eine Nürnberg-Ding, aber da ist auch, glaube ich. Da ist auch noch einer. Da hier die Gruppe. Also das ist halt diese besondere Freundschaft. Muss sein, ja. Ist schön. Ich habe mich so auf den Tag heute gefreut. Die Bahn hat wieder nicht mitgespielt, aber wir sind über Bayreuth hergefahren. War richtig geil. Ja. Aber man sieht auch, wie entspannt die Leute miteinander natürlich, sind. Ne? Natürlich. So soll es so sein. So soll Sport sein. Ja. Es sind 90 Minuten, ich sehe da angespannt. Und danach sieht man sich dann am Abend trinken. Einen halben Liter Bier, ein Seiler Bier. Und dann ist alles wieder gut. Okay, das nehme ich nicht beim Wort. Danach wird gefeiert, egal wie es ausgeht. Ja. Ich bin mit allen zufrieden. Gefeiert wird.
Ja. Der Club hat letzte Woche in Karlsruhe ein gutes Spiel erstattet. Wenn die zwei Halbzeiten auch wird, wird es auch für uns schwer werden. Also so einfach ist das Spiel nicht. Aber wir haben Fanfreundschaften, egal wie es ausgeht. Ich bin heute glücklich, es ist für mich wie ein Feiertag heute. Was sind deine Lieblingsspieler auf Schalke? Momentan, Moser Silla finde ich sehr stark in der Vorbereitung. Gut von, bin ein aller Fan von Martin Cerni. Auch wenn sie alle ihn nicht mögen, er hat aber eine gute erste Liga auch mitgespielt. Es gibt ganz viele. Ich liebe vom Verein Kompakt. Ich kann wenig Spieler sagen, wo ich nicht mag. Es gibt einige, aber das muss der Trainer entscheiden. Wir sind ja am Training dabei. Ich hoffe, dass er sich gut aufstellt und wir heute gar nicht spielen. Der Geister. Aber für mich, Moinon, Moser Silla, der wird Ritter und Karaman so und so gehen. Ritter Steiermann. Also, gute junge Spieler. Ja, haben wir auch geholt. Cool. Wir haben auch Norbert Enger, einen super Jugendtrainer seit Jahrzehnten. Also da kann man nichts dagegen sagen. Wirklich, Jugendarbeit auf Schalke war immer groß. Bloß wir haben manchmal die Talente zu billig hergegeben. Das ist das Problem auf Schalke. Und vielleicht noch die Frage, ob es beim Club einen Spieler gibt, wo du sagst, den findest du wirklich toll, der gegen Karlsruhe überzeugt hat. Ich bin ein alter Chef von unserem Flick, der von Schalke weg ist zu Nürnberg. Ich finde das ganze System gut und ich glaube, es wird ein ganz schweres Spiel heute, ganz schwer. Ganz schwer, ja. Weil der Club im Mittelfeld, wenn er im Mittelfeld halten kann, wird es ein schöner Kampf auf Augenhöhe. Okay, wie wird es ausgehen, deiner Meinung nach? Ich hoffe 3-1 für uns. Aber ich bin auch mit einem Unentschieden oder wenn wir verlieren, dann gebe ich mal die nächste. Na, der Club aber Punkte und wir gehen wieder weiter. Und dann sehen wir. Dann wünsche ich dir einen ganz schönen Fußball-Samstag heute. Vielen Dank, ne? Ich bedanke mich auch. Danke dir. Dankeschön. Schönen Tag noch. Dir auch. Alles Gute.